Hallo und herzlich willkommen zu Alex Motovlog. Ja, dem besten Vlog eures Lebens, den ihr jemals sehen werdet. Heute fahren wir nämlich zu zweit zum Starnberger See. Ihr habt richtig gehört, zum Starnberger See. Und zwar über Schäftland. Ja, genau, über Schäftland. Und dort werden wir so viele schöne und tolle Abenteuer erleben. Und weil euch das letzte Video so sehr gefallen hat, machen wir das jetzt dann häufiger. Keine Ahnung. Ja, wir haben unsere Badesachen im Gepäck. Alex hat einen schönen Rucksack. Ich habe alles in meiner kleinen Reisetasche drin. Ja, genau. Und genau. Okay. Ja, wir können zusätzlich noch ein Review machen von dieser Rüstung, die ich heute anhabe. Die Rüstung ist sehr gut. Also ich muss sagen, die gefällt mir sehr gut. Das einzig Unpraktische ist, man muss alle Teile einzeln anziehen. Der Brustschutz ist nicht verbunden mit deinen Armen. Das nervt mich ein bisschen. Mhm. Aber ansonsten ist das Ding sehr gut. Vor allem, man schwitzt nicht drin. Schub! Schieb, schieb, schieb! Drück, Bruder! Drück, 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 drück! Drück, drück mal! Drück mal, Bruder! Drück, drück, drück! Ja! Oh, geiler Arsch, Junge! Oh ja! Oh, ist das geil! Hallo! Hallo! Aber, also ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat, weil ich hatte einfach Bock, was zu machen. Und hätte Alex keine Zeit gehabt, hätte ich mich allein wohin begeben müssen, weil mit Motorrad haben die wenigsten leider Zeit untertags. Ja, ich muss sagen, ich bin aktuell schon ein bisschen im Fußballfieber. Das, oder Fußballstimmung, sag ich mal. Ich find's geil. Ich bin schon wieder im Fußballfieber. Boah, ich habe aber auch so Bock, aktuell wieder so alte Lieder zu hören. Hotel California läuft aktuell im Gym dauerhaft bei mir auf dem Kopf. Und das ist so geil. Und dann immer dieses Intro. Dio, di, di, dio, di, di, dio, di, di, dio, di, di, dio, di, wie war eigentlich die Soundqualität vom letzten Mal? Dafür gibt es einen Daumen hoch. Ja. Und was ist das, Opa? Das Pepper ist Unkraut. Eine freche Pflanze. Die immer dort erscheint, wo man sie am wenigsten brauchen kann. Ah, das ist es. Was machen wir eigentlich, wenn der See zu kalt ist? Wieder rausgehen. Ja. Allerdings weiß ich nicht, ob das der Fall ist bei Seentemperatur. Ja, das stimmt. Anderes, ja, ich kann es gar nicht einschätzen, gell? Ah, shit. Ich glaube, meine Halterung ist ein bisschen locker. Da. Scheiße, dann festmachen oder was? Oder welche Halterung? Ja, 360. Ah, ich dachte gerade schon. Nee, nicht mein Sattel, ja. Weißt du. Ja. Mein Sitz ist locker. Dein Sitz ist locker. Warum ist es hier so nass, Alter? Ja, weil wir im Wald sind. Hier ist Schatten. Der hält sich der Regen von gestern noch. Ich bin einfach voll geregnet gerade am Visier wegen dir. Was meinst du? Mein Visier ist gerade einfach voll geregnet wegen dir. Sorry. 34 Grad und alles ist voll mit Tropfen. Ja, ja. I'm sorry, mein lieber Junge. Oh, hier riecht nach Pferd. Oh, geil. Oh, Pferdekot. Ja. Oh, ja. Oh, das schmeckt. Hallo. Gut, hallo. Hallo. Der hat dich gegrüßt, der Drecksack. Der Erste. Oh, hier wurde gejodelt, ey, Alter. Ja, das hat, glaube ich, die Jahreszeit langsam so an sich. Ja, leider. Oh, Kühe, hallo. Oh, das sind richtig fette Dinger. Ja, lecker. Warum singen wir Weihnachtslieder? Puh, langsam weiß ich generell nicht mehr, was ich zu tun. Das kenne ich. Das geht mir mein ganzes Leben so, Alex. Story of my life. Warum studiere ich eigentlich? Warum fahre ich überhaupt Motorrad? Warum lebe ich überhaupt? Scheiße! Nee, aber hier, wir haben hier zum ersten Mal oder zum zweiten Mal jetzt schon wieder freie Fahrt. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. When life seems so rotten, just something you've forgotten. And that's to laugh and dance and smile and sing. Ich dachte gerade, man wäre hier im Channel. Das war, glaube ich, nur ein Kuppel. Könnte sein. Digga, irgendwo ist ein anderer. Hey! Ah, hallo! Hallo! Hey, der hat eine 360 drauf. Pass auf, Jungs, ganz hinten ist ein Rentner, ne? Der hat keinen Bock. Oh, danke! Ah, okay. Mopsgeschwindigkeit! Mopsgeschwindigkeit, das Laden ist verfügbar, Kapten. Wir haben einen Marderschaden. Ja, wir haben einen Marderschaden. Oh, hallo! Hallo!
Servus! Hallo! Ja, wir haben es schon fast implementiert, Alex, glaube ich. Wollen wir jetzt noch langsam salutiert. Fahren? Hä? Jetzt, sie haben salutiert, das stimmt. Das wär, ist eigentlich auch geil. Don't stop me, cause I'm having a good time. Having a good time. Oh, das war aber hier nicht mehr ganz orange, ne? Nee, es war eher kirschgrün. Wir klatschen in die Hände und freuen uns sehr. Oh, es ist so heiß. Ja, es ist so heiß, dass ich gar nichts mehr verstehe. Mach mal die Sonne dunkler, ich kann nichts mehr hören. Ich fahre immer so schnell, wie alt ich bin. Ich fühle mich heute wie 200. Stell dir mal vor, du dürftest nur so schnell fahren, wie alt du bist. Perfekt. Ich meine, so, also ich glaube... So die Rentner, Alter. Die Rentner sind einfach die schnellsten. Oh ja. Ente, ganz. So, Slalom. Slalom. Oh, ein knapper Slalom hier. Ich wurde gerade von dem Riesenviech attackiert. Ich habe sogar richtig klatschen hören, Mann. Ja, okay, das war laut. So, ja, also gedacht, okay. Ja, und dann das Schreien. Okay, wir wissen, was passiert ist. Österreicher Films, weißt du, Österreicher. Oh je, Österreicher, das ist doch der Wahnsinn. Er sitzt ein bisschen schief auf seinem Bike, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ja, ein bisschen. So eine Schulter ist etwas tiefer als die andere. So ganz leicht. Und er kann nicht Kurven fahren, das haben wir jetzt auch gesehen. Aber vielleicht kommt man ja erst noch rein in das Ganze, weißt du? Das kann mit gut sein. Mit der Zeit wird das schon. Ich meine, waren wir die besten Kurvenfahrer, als wir angefangen haben? Um Gottes Willen, nein. Ja, Knieschleifen mit 125er kann man schon mal machen. Ja, wenn die 125er plötzlich einen 90-Grad-Winkel hat, ne? Ja, genau. Hallo! 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 Ja, er hat gewunken! Bist du bei mir? Oh, du bist hinter mir. Hallo. Na klar, hallo Alex! Ich wünschte, ich wäre ein Tier, ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich lege mal ein Ei und Sonntag schon mal zwei. Aber weißt du, was hier sehr angenehm ist? Die Leute fahren auf ihrem Radweg. Ja, weil es hier einen gibt. Ja, also wir haben den Teil des Weges nach Starnberg übersprungen an der Landstraße, wo es keinen extra Radweg gibt. Das stimmt. Den sind wir jetzt über Schäftlern gefahren, den Teil. Richtig, das ist herrlich. Sehr oh, Küchen. Hallo, kleine Küchen. Oh, da ist ein Bulle hinter mir. Ja, ich bin ein brünftiges Kalbsmonster. You can call me Mark, but you can call me anytime. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Scheiße. Möge deinen Ärmel beim Wasser lassen runterrutschen. Sehr nice. Bist du eine Blinkermaus oder bist du eine Blinkermaus? Nee, ich bin eine Doppelblinkermaus. Oh, okay. Süß. Wir brauchen auch Erholung. Wir wollen Geld Arsch, oder so. Arsch. Ja, und keins. Warte hier, Motorrad 3 Euro. Euro. Ja, nehmen wir das gleich. Nee, hier ist mit Schatten. Ah ja, nehmen wir. Wunderbar.